Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Town. Ja, und der Kilian und der Carscrafter und der Debitor sind sogar hier. Mein Gott, Peter, erst. Nee, bin ich. Ich muss mir jetzt gut überlegen, was ich jetzt schreibe. Peter. Erst verlierst du beim Freitagsfußball und hast jetzt noch die Frechheit, hier aufzutauchen, ja? So, aber das muss ich natürlich auch richtig schreiben. XD, so. Okay, ich werde jetzt erstmal mein Haus hier draußen weiterbauen, mein neues, mein super Skyscraper. Und ich habe Kontaktlinsen drin, merkt ihr das? Noch vom Fußball, krass, ne? Ja. So, guck mal, lol, schreibt der Peter. Ja, nix, lol, ihr habt voll die Schruppe bekommen, Junge. So sieht's nämlich aus. Jetzt muss ich erstmal das hier alles, hast du gesehen, ich habe die Achterbahn umgebaut. Ne, noch nicht, dann mache ich mal eine andere Folge. Ne, noch nett. So, nett. Ne? Finde ich viel besser als nicht. Das könnte sich ruhig mal überall einbürgern, so. Ist eh viel zu lange nicht. Man kennt's ja, ne? So, das bauen wir mal alles schön auf hier. So, zack, zack, so, hier, da noch hin. Ach, ich wollte eigentlich nur die Umrandung haben. Und ich glaube, hier mache ich eh alles voll. Anstatt weiterzubauen. Nö. Mache ich nächste Folge. Ne, mach ich nächste Folge. So sieht's nämlich aus. Und nicht direkt in Lake City. Ist mir doch egal. Ich baue direkt hier in Lake City mein Superhaus, damit das noch mehr Lake City wird. Ja, ich will doch nicht am Arsch der Welt wohnen. Dann sieht das doch keiner, ja? Keiner baut das neue World Trade Center irgendwo im Regenwald von Südamerika, ja? Das macht doch keiner. Die Argumentation hinkt vollkommen in diesem Fall. Okay, ich mach mal weiter hier. Ich will nämlich das Teil hier bauen, aber ihr wollt auch die Achterbahn jetzt sehen, ne? Ja, ja, ich komme jetzt. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. So, wo ist die Achterbahn? Ich komme ja schon. Ich sehe das alles zum ersten Mal. Ah, guck mal, hier ist jetzt auch so ein Haus. So. Ich komme ja schon. So, ich will Achterbahn fahren. Hier ist keine Lore. Wo ist denn der Fallturm? Ah, da ist der Fallturm. Und hier ist der Castcrafter. Hier ist das Star Wars Kino. Ich würde den gerne erschlagen hier so. So, wo ist der Castcrafter? Hat er sich unsichtbar gemacht? Oder ist der hier noch irgendwo? Ja, ich wollte mal da reingucken. Wer hat denn geschrieben? Ah, der Castcrafter. Ach, der ist hier reingegangen bestimmt. So, kann ich hier durch den Fond durchgehen? Ja. So, kaufen will ich nix. Zeig ich das mal in der Folge dann. Ja, ich guck gerade hier. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye. Ach, keine Ahnung. Was ist das denn da? Der Notausgang. Da muss ich mal eben schreiben hier, also das fällt mir auf. Wer schreibt denn Popcorn mit K? Rockfans? Oh, Rockfans. So. Ich will hier raus. Schlägerei? Willst du Schlägerei, Heiko? Ja, du willst Schlägerei, ne? Und wieso habe ich eigentlich keinen Sound hier gerade? Ich verstehe das gar nicht. Oder ist der so leise? Ich mach den einfach mal lauter. So. Was ist jetzt mit dem Notausgang? Was ist damit? Was ist jetzt mit dem Notausgang? Aber egal, ich will zum Freefall Tower. Kommt! Notausgang! Oh! Fehlfunktion hier oder was? Lass doch erst alle rein. Ja, ich hab da gar nicht gedrückt. So, dann go hier, mach! Sag mal, was hier passiert. Guck mal, geil! Aber ich glaube, der fällt genauso schnell runter wie hoch, ne? Das ist aber blöd. Oh. So, aussteigen hier. Der fällt aber langsam. Also, ist ja eher so ein Fahrstuhl. Ja, der Fahrstuhltau. Wo sind die jetzt alle hin? Da sind sie hin. Ey!
Magnum Torch. Er kommt doch so nicht an mich ran. Guck, ich treffe ihn immer noch. Ich bin auch gut am Vorhalten hier. Ey, hau ab. Hau ab. Lasse, Heiko. Die können ja ruhig mal ins TS kommen. Batsch. Ja, ich habe auch reduziert. Ich auch. Ich schieße einfach mal auf den. Der soll abhauen hier, der Heiko. Hau ab jetzt! Wichser, ey. Oh, noch. Oh, ich muss hier weg. So, und hier werde mich jetzt erstmal wieder, nachdem ich das da gerade besichtigt habe, meinem Tower widmen, ne? Ah, guck mal, ich bin auch schon fast einmal rum. So. Okay. Zack, zack. Ey! Was willst du hier? Ich habe ihn noch getroffen. Jetzt ist er wieder unsichtbar, der Schwanz, weißt du? Ich weiß nicht, ob der unsichtbar ist. Irgendwo hier gammelt der rum. Ich weiß nur noch nicht, wie er das macht. Ich muss halt nochmal nachschlagen. Oder vielleicht, wenn es einer von euch weiß, damit ab in die Kommentare. So, jetzt baue ich hier weiter. Wo ich bestimmt gleich die ganze Zeit gehauen werde. Ey, da ist er doch! Der war doch hier, der Penner. Ich schieße einfach mal im Kreis. So, ciao. Wo ist er hier, der Penner? Wo ist der? Der geht mir voll am Sack und meine Kontaktlinsen, ah, die brennen voll, ey. Und ich muss mich hier mal ein bisschen aufrichten, sonst gammel ich hier nur so ab. Und ich komme recht gerade vom Fußball, entschuldige meine Frisur. Wieso habe ich den... Jetzt sind die falsche Blöcke. Ey, du Schwanz. Hau ab jetzt. Hau ab. Ich sag, sag das Mama. Hau ab, ey. Sein Bein ist schon rot. Ich muss auf sein Bein zielen. Da ist ein Wunderpunkt. Ist er wieder unsichtbar, der Ficker. Oh Mann, ich will nur hier in Ruhe bauen. Jetzt steht er gleich wieder. Da ist er wieder. Nein, nein. Hau ab. Der soll jetzt abhauen. Heiko, hau jetzt ab. Ich hau den einfach da runter, wenn er mir am Sack geht. Was macht der denn hier? Hau jetzt ab. Wie er aber auch unsichtbar wird, wo man dann kurz ihn in seiner Rüstung sieht noch. So, hoffentlich geht der mir nicht um den Sack. Aber weißt du, ob mir um den Sack geht? Ich habe immer noch die Socken vom Fußball an. Die gehen mir voll hart auf den Sack gerade hier. Ah, oh, was ein Odeur. Okay, jetzt gleich bin ich zumindest einmal rum. Dann kann ich hier zumindest mit dem Stab weitermachen, wenn er mich jetzt endlich in Ruhe lässt. So, eine Schicht kommt jetzt mit dem Stab noch hier drauf. Oh, da habe ich drauf gestanden. Das ist natürlich schlecht. Oh nein, jetzt habe ich zwei Schichten drauf gemacht. Aber egal, ich mache das mal so. Oh, ich mache einfach mal eine dritte Schicht drauf. So, zack, zack. Das passt schon. Da muss ich gleich noch eine Schicht innen machen, weil da kommt dann eine Glasschicht drauf. Und das ist dann auch, hoffentlich sieht das dann geil aus. So, jetzt wird man endlich mal in Ruhe gelassen hier vor den Wichsern, ey. Vor allem von meinem Bruder! Ja, so sieht es nämlich aus. Boah, meine Kontaktlinsen, die sind so trocken, ne? Und jetzt habe ich vergessen, die dritte Schicht hier drauf zu machen. Tatsächlich, gibt es nicht. So, ging jetzt auch bis dahin hin? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu komfortabel, wenn er einfach alles machen würde, was jetzt zusammenhängt hier. So... Wo haben wir denn? Da haben wir noch einen. Und hier müssen wir hier hin. So, hier sind wir jetzt auf der richtigen Höhe. Dann kann ich ja von hier aus einfach so schön weiterbauen. So, immer zwei, ne? Zwei. So, zwei. Hier auch nochmal welche. So. Hier kommt natürlich der Eingang rein in der Mitte. Ich weiß nur noch nicht von welcher Seite. Vielleicht von der anderen Seite, damit ich das hier so ein bisschen verdecke, mein hässliches Haus, bis ich es abgerissen habe. Sotale. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Die Luft, ne, oh scheiße. Das will ich natürlich nicht, weil sonst setzt er gleich die Schicht da auch noch drauf. Oh, jetzt habe ich die da draußen auch noch weggeschlagen. Hä? Der war richtig, oh Mann, ey. So, nächste Schicht. Oh, jetzt ist er endlich abgehauen. Der Heiko, jetzt habe ich endlich meine Ruhe, ey. Das war wirklich schlimm, also wie der mich immer belästigt. Also im echten Leben läuft das genau so, halt. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir aufstehen... Und der Kampf ums Bad dann morgens schon losgeht, da gibt es die ganze Zeit Klätsche eigentlich. Permanent. Also wir schlagen uns schon viel. Das findet die Mama auch
nicht so gut. Die hat uns auch ein Aggressionsbewältigungs, so eine Therapie hat sie uns gemacht. Wir gehen einfach nie hin, wir gehen immer woanders hin. So. Und dann sagen wir mal, ah, wir haben Bauchschmerzen oder so halt, ne? Da kann die halt nichts machen dann, ne? Also, die müssten bleiben. Was müsste bleiben? Ach so, irgendwas. Ich kann den Kontext nicht wissen, weil die beiden ja da drüben sind, ne? Und ich nicht weiß, was die da wieder veranstalten, ne? Also, okay, das haben wir. Den zu. Den mache ich jetzt hier noch. Wieso mache ich eigentlich hier gerade eine Schicht rein? Ach ja, nee, das ist richtig. Weil hier sollen später mal Kabel durchlaufen. Dann kommt da gleich noch eine Schicht drauf von den Steinen außen. Ich hätte eigentlich gerade noch eine höher machen sollen. Das wäre schlau gewesen. Ja, das ist jetzt blöd. Da muss ich jetzt gleich von Hand machen. Aber ich könnte es ja eben auf der anderen Seite schon mal machen. Mal, lass mich hier hoch. So. Okay. Höpp. Eine Schicht nur drauf, dann habe ich es gleich leichter. Auf dieser Seite zumindest, ne? Also da. Oh, Castcrafter ist raus. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier rüber und gleich gibt es wieder Kletsche. Willst du Kletsche? Ah, ich höre nichts. Oder er hört mich nicht, kann auch sein. So, diese Höhe habe ich hier schon. Ja, guck mal, das ging richtig weit. Hör mal, ey. Das ist richtig geil hier. Bah, das habe ich natürlich den nicht getroffen, war so klar. Okay, gleich haben wir den Ring geschafft. So, und je mehr ich da noch schaffe, das ist gut, weil das ist schon blöd hier. Okay, Bricks ins Inventar. Hier unten rein, ne, meine ich, nicht ins Inventar. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Zu. So einfach ist das. So, dann habe ich da einen drei, nee, einen zwei hohen Raum für Kabel, ne? Oder drei? Ich weiß es gerade gar nicht, egal. Okay, das kann ich auch direkt zumachen. Hallo? Ich wollte die Pickaxe, danke. Und ich habe gerade irgendwie aufstoßen und voll Durst, aber nichts zu trinken hier. Das ist echt scheiße. Und meine Kontaktlinsen brennen so. Ah, oh, das ist das unnötig umständliche Let's Play hier, ey. Wollte ich eigentlich mal machen. Ich wollte euch mal fragen, was ihr von der Idee haltet, ein unnötig umständliches Let's Play zu machen. Ne? Wie bei Joko und Klaas, ähnlich dem unnötig, mein Gott, komplizierten Interview, ne? Dass ich zum Beispiel irgendwas dabei machen muss und ihr könnt ja vielleicht mal vorschlagen, was ich quasi beim Let's Playen machen muss. Aber auch was Realistisches, bitte. Nicht irgendwie. Pferd zähmen oder so, ja, das ist natürlich, das bleibt außen vor, das machen wir dann später, wenn wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen, ne? Okay, da könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal drauf freuen oder auch auf dem Alpaka-Ausritt, ne? Das würde ich auch gerne mal machen. Also, wenn mir jemand Geld spenden will, ich glaube, 200 € kostet so ein Alpaka am Tag, dann mache ich auf jeden Fall ein sehr lustiges Video da draus. Ted und das Alpaka, 24 Stunden. Ich reiz das natürlich auch vollkommen aus, dann die 200 €. Also, ne? Wenn er mir die spendet, ist natürlich nicht, umsonst, ne? Okay, das könnt ihr machen bei Donation Tracker übrigens. Ist unten in der Beschreibung drin. Wenn jemand mir spenden will, dann bin ich natürlich sehr dankbar. Okay, um meinen Alpaka-Traum wahr werden zu lassen, natürlich. Ne? Das wäre natürlich, das wäre schön. So, ich muss mich vorher nur mal schlau machen, was man mit so einem Alpaka machen kann, bevor es ärgerlich wird, ne? Und was der Trainer mich mit dem Alpaka machen lässt, bevor er ärgerlich wird. Also, ich will ja auch mich gut mit dem Alpaka-Trainer halten, weil wer weiß, vielleicht braucht man irgendwann nochmal Alpaka, ne? So, die schlage ich wieder weg, die ich hier urtümlich gesetzt habe, nicht wahr? Das ist gar nicht gut. So, und eigentlich hier unten. Ich möchte hier gerne so in der Mitte stehend quasi die Reaktoren reinbauen. Zwei Stück in jeden Turm ein. Und dann möchte ich darüber quasi auf einzelnen Etagen die einzelnen Abteilungen oder Geräte haben. Wenn ich so die Bratbank mir anschaue, die braucht auf jeden Fall in einem der beiden Twin Towers hier. Zumindest ne, so eine Etage, glaube ich. Vielleicht mache ich es auch noch ein bisschen größer, wenn ich dann einmal dabei bin. Okay, hier habe ich vorgesehen, erstmal das zuzumachen. Ganz, Dankeschön. So, zu. Das machen wir auch noch zu. So, das auch noch komplett. So. Und hier außen möchte ich den auf jeden Fall freihalten für Kabel. Einmal hinten. Und ich mache mir hier noch 2x3 so ungefähr. So in jeder Ecke frei für Kabel, dass ich immer noch Kabel verlegen kann. Schön bequem und nicht so huddelig, ne? So, das gleiche machen wir hier. Die müssen raus und wieso benutze ich die tolle Pickaxe? Ich kann auch den Handschuh nehmen. Und genau das gleiche machen wir auch hier. So, das muss ich lassen. Ich baue das bestimmt gleich in meiner allgemeinen Verpeiltheit dann auch zu, so, ne? Guck mal, jetzt kann ich hier direkt durchgehen. Bis hier rüber. Oh Scheiße, jetzt hat er das hier mitgebaut. Aber sieht man von oben nicht, ist jetzt nicht so schlimm, muss ich nicht alles abreißen.
Okay, diese Lücke zu. Gleich haben wir das auch fertig hier, den Boden. Und dann kann ich auch schon mit der nächsten Etage anfangen. Sotterle. Jetzt kommt hier nämlich eine Stone-Etage gleich rein. Also eine Stone-Wand außen. Erstmal mache ich natürlich das hier noch alles mit den Bricks zu, von denen ich hoffentlich noch genug habe, um alles zu füllen. Aber ich glaube ja. Das sieht doch fein aus. So. Hüp. So. Hoffentlich habe ich noch genug Steine. Aber ich habe ja eigentlich Perma Kobbel gebraten, dass der schon da rausfiel. Und ich scheiße jetzt einfach darauf, dass ich da die Wand doppelt zugemacht habe. Weil da unten ist eh genug Platz und man sieht es eh nicht so, ne? Sotterle, diesmal haben wir noch zu hier. Dann mache ich jetzt mal kurz von Hand und platziere natürlich wieder falsche Blöcke. Ich Vollhorst, ey. Der muss auch noch weg. Und den mache ich jetzt noch so aus Faulheit. Ne, der war richtig. Fuck. Okay, habe ich hier noch irgendwo doppelte Blöcke drin? Nein. Doch, da ist noch einer. Den klatschen wir mal. Wieso habe ich hier außen kein Dingen hängen? Das ist aber scheiße. Ist das diese Reihe jetzt hier? Ja, ne? Ja. Ach doch, hier ist es doch. Okay. War nur ein bisschen tiefer. Konnte ich sehen hier. Mein Dingen. Ja, ihr wisst natürlich nicht, was ich mit Dingen meine. Hier so eine Mark quasi, wo die Mitte ist. Dafür lasse ich das auch eigentlich nur stehen, aber vielleicht auch später aus Dekozwecken mal noch. So, und jetzt muss ich doch einen Teil der Mauer abreißen, wo ich dachte, ach, ist so Latte, weil hier sollen die Kabel rein. Kabels. Die drei machen wir zu. Auch hier schlagen wir es wieder auf. So. Mal, wir sind nämlich immer die Pickaxe. Also immer mit der Pickaxe. So, hier muss noch drauf, ne? Ach, guck mal, hier habe ich gar nichts gemacht. Habe ich Stone? Nein. Dann mache ich das jetzt erstmal so, um hier hochzukommen überhaupt. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Toll. Aber egal. Dann kann ich jetzt nach Hause fliegen, ein bisschen Stone holen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich den Turm weiterbaue. Aber dann geht es, glaube ich, etwas schneller auch. Ne? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ansonsten bis morgen. Tschüss.